So, dann können wir also beginnen. Einen schönen guten Abend, liebe Gäste, liebe Pressevertreter, Jung und Wittrau. Das sind größtenteils heute die Pressekonferenz nach dem Spiel Rätselbad-Neuern gegen die Lausitzer Füchse. Und ich darf hier vorne beide Coaches begrüßen, zu meiner Rechten Dirk Rohrbach von den Lausitzer Füchsen und unseren Coach Daniel Heinrizi. Aber wie immer, das erste Statement vom Gästecoach, Herr Dirk, wie hast du das Spiel heute insgesamt gesehen? Ja, schönen guten Abend und Gratulation, Daniel. Deine Mannschaft war präsent, präsenter als unsere. Ich denke, wir wussten natürlich um die Wichtigkeit und Wertigkeit dieses Spiels. Plätze sind heiß begehrt und wir sind auf dem 8. Platz aktuell, aber so haben sich Vielzahl meiner Mannschaft oder meiner Spieler nicht präsentiert. Die sind, haben gedacht, das wird ein Selbstläufer oder beziehungsweise es wird schon, wir schauen mal, wie wir ins Spiel kommen. Und da war Bad Neuenahr bissig agil, immer wieder zum Vorchecking gut durchgescheckt und dementsprechend hatten wir unsere Schwierigkeiten. Wobei im ersten Drittel noch ein bisschen ausgeglichen war, wir hatten auch eine gute Chance da im Unterzahl. Aber dann speziell im zweiten Drittel, wo man dann auch diesen Willen gesehen hat, dass Bad Neuenahr unbedingt hier diese drei Punkte einfahren will. Und das habe ich eben bei meiner Mannschaft zu wenig gesehen. Sicherlich nach 1-3 waren da noch 1-2-3 Möglichkeiten, wo man gleich einen Anschlusstreffer machen kann, wo das Spiel auch kippen kann, psychologisch auch. Aber dann das 4-1 und heute war auch dieser Unterschied im Powerplay. Ja, ich glaube, zwei oder drei Powerplay-Tore, was Bad Neuenahr schießt. Einfach zwei Pässe, Schuss aufs Tor, Tip-In oder Torwart die Sicht verdeckt. Und das sind natürlich die Unterschiede, die heute das Spiel ausgemacht haben. Und deshalb bin ich schon sehr enttäuscht, weil ich denke, der Großteil der Mannschaft oder meiner Mannschaft nicht die Wertigkeit dieses Spiels richtig erkannt hat. Und ich meine, hier sind diese Playoff-Plätze. Wir haben jetzt nur 80 Spiele, jedes ist für uns wie ein Endspiel zu warten. Deshalb erwarte ich ganz einfach eine Steigerung und ganz einfach diese Einstellung, diese Grundeinstellung, dieser Biss, diese Herzleidenschaft. Ab Freitag, wir haben Freitag wieder ein 6-Punkte-Spiel gegen Heilbronn und wir müssen da natürlich mehr präsent sein auf dem Eis, um dementsprechend auch die Punkte zu sammeln. Ich hoffe, dass die Mannschaft das akzeptiert oder beziehungsweise annimmt und auch jeder weiß um diese Wertigkeit in diesem Eishockey-Standort in Weißen, dass wir einfach diese Playoffs erreichen wollen und alle zusammen dementsprechend in einem Boot sitzen und deshalb erwarte ich eine ganz andere Mannschaft am Freitag. Aber heute war es ein verdienter Sieg an Bad Neuenahr, weil sie einfach den Sieg wollten, bis sie schon gefahren und konnten wir nicht gegenhalten. Gratulation. Ja, Dankeschön, Dirk Rohrbach. Ja, dann erstmal Glückwunsch zum Sieg. Was hast du denn? Ja, schönen Abend zusammen. Ich glaube, dass wir immer mehr und besser verstehen, dass wenn wir das Spiel einfach halten und wenn wir das Spiel diszipliniert halten und unsere taktischen Vorgaben von Anfang bis Ende umsetzen, dass wir dadurch Erfolg haben. Wir haben uns vorgenommen, unsere Checks zu Ende zu fahren und Weißwasser früh unter Druck zu setzen. Waren immer enge Spiele bis jetzt gegen Weißwasser. Weißwasser steht gut in der Defensive und wir wollten sie mit Druck direkt von Anfang an unter Druck setzen. Das ist uns gut gelungen. Unser Powerplay funktioniert immer besser, das ist sehr schön zu sehen. Wir halten es einfach, Scheibe hoch, Schuss, Nachschuss, Scheibe abfälschen, so wie es der Dirk auch gesagt hat. Ich denke, dass wir die einfachen Sachen heute sehr gut gemacht haben. Die jungen Spieler haben gut gespielt, alle vier Reihen. Wir konnten von Anfang bis Ende durchspielen, wir konnten die letzten 5 Minuten uns sogar wieder erlauben, dass wir mit den Jungen gespielt haben, um ein bisschen Kräfte zu schonen, weil die letzten Wochen waren sehr anstrengend. Es kommen wichtige Wochen auf uns zu und Jan Guriča hat meiner Meinung nach der Mannschaft mit seinem Save im ersten Drittel in Unterzahl zusätzliche Kraft gegeben und dann schießen wir es 1-0 im ersten Drittel und schießen es 4-1 im Powerplay am Ende vom zweiten Drittel. Dennis Reimer und Kevin Lavallee haben sich vielleicht heute ein kleines Sonderlob verdient. Die beiden haben sehr hart gearbeitet mit Timmy Meyer als Mittelstürmer. Die Reihe hat uns viel Kraft und Energie gegeben und morgen haben die uns sich einen freien Tag verdient. Ich brauche auch mal einen freien Tag und einen schönen Abend noch. Ja, danke schön, Daniel, für dein Resümee. Dann kommen wir direkt zu den Fragen der Presse.
Gibt es schon was in Sachen Trainer, neuer Trainer? Gibt es da schon eine Entscheidung? Oder? Ich frage in Sachen neuer Trainer, aber den Andreas Ortmann hier. Ansonsten darf ich vielleicht dazu was sagen. Ich meine, der Daniel ist ja in Personalunion auch der sportliche Leiter. Ich könnte es nur auch direkt dazu was sagen. Aber ich denke, die Entscheidung ist da noch in keiner Weise gefallen. Also die Gespräche laufen da. Und ich weiß noch nicht, gibt es da einen Zeitrahmen, Daniel? Was hast du mitbekommen? Frage für die Geschäftsführung. Ich denke, die Mannschaft funktioniert und alles weitere wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Ja, ich denke, das werden wir auch in den nächsten Tagen, Pressetagen nochmal beantworten können. Gibt es da weitere Fragen? Wenn es dann keine mehr gibt, Zuschauer, hatten wir heute Abend 2103. Wir haben noch ein paar durchaus auch interessante Ergebnisse. Kaufbeuren gegen Bremerhaven, Endstand 1:5. Landshut gegen den SC Rissersee, das immer junge Bayern-Derby, endet mit 4:5. Also der SCR gewinnt 9 Sekunden, glaube ich, vor Ende mit dem Siegtor. Wir haben es eben nachgeschaut, nach regulärer Spielzeit. Dann läuft noch das Spiel Krimmitschau gegen Ravensburg. 4:2 steht es da im letzten Drittel, da sind noch 6 Minuten zu spielen. Bei Dresden gegen Rosenheim steht es nach 8 Minuten im letzten Drittel 3:3. Und Heilbronn gegen Bietigheim, das interessiert mit Sicherheit die beiden Trainer hier vorne, steht es 10 Minuten vor dem Ende 3:2 für Heilbronn. Unser nächstes Spiel am Freitag auswärts um 19.30 Uhr in Rosenheim und am Sonntag unser nächstes Heimspiel hier zu Hause um 18.30 Uhr gegen Ravensburg. Wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie alle wieder mit dabei sind. Ich bedanke mich bei beiden Coaches, wünsche euch einen guten Nachhauseweg nach Weißwasser, sind ja ein paar Kilometer, dass ihr so schnell wie möglich heimkommt. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche noch, einen schönen Abend heute Abend noch mit unserem Team. Freitag und alles Gute in Rosenheim. Bis dahin, vielen Dank. Macht es gut.